Hey Leute, der hält zurück mit einer neuen Folge Game of Thrones. Und wir stehen hier mit Alistair im Prinzip vor unserem eigenen Burgtor und werden direkt mal reingehen. Geht's bestimmt gut mit der Story weiter? Und kommt gleich mal eine Ladesequenz, na klar. Sorry. Sind wir auf dem Innenhof angekommen? Hier durch, hier war irgendwie noch ein Händler oder sowas. Ich muss mal gucken, Rüstmeister oder so. Ne. Oh, da war der wirklich bloß beim ersten Besuch zugegen. War ein bisschen schade, aber naja. Na, dann gehen wir rein in die Burg. Gibt wieder eine Ladesequenz. Ich werde jetzt übrigens die aktuellen Parts, so die nächsten 3, 4, ein bisschen kürzer halten als sonst. Einfach aus Zeitgründen. Was ich aber als allererstes machen werde, ist... ich suche eine bestimmte Statue, Leute. Da, die flimmert. Ist mir ja beim ersten Besuch schon aufgefallen. Schlüssel des Kriegers. Sind wir mal gespannt, was da noch dazu steht. Nichts weiter. Macht aber nichts. Wird schon seine Bewandtnis haben. Das ist, glaube ich, unser Zimmer gewesen, oder? Das ist unsere Schwester. Was im Donnerdrummel war jetzt nochmal hier unten? Tunnel vom Flusswart. Ich hab Schlüssel des Kriegers, reicht ja nicht. Mit dem Schlüssel des Kriegers kriegt man doch jedes Schloss auf. Ja, aber wieder flach, Leute, ich weiß. Scheltet mich. Nimm. Vielleicht gibt es hier noch die eine oder andere Tür, bei der wir was machen können. Wie es aussieht, er nicht, allerdings. Ich kann noch nicht auf Vaters Thron Platz nehmen. Na klar. Unser Land ist immer noch in Trauer. Ist doch einfach hinsetzen. Passt schon. Na gut, gehen wir zu Schwesterherz. Wollte erst noch hinter den Thron gucken. Schön, dich wiederzusehen. Hast du Neuigkeiten von Gavin? Illyana, ich habe dich davor gewarnt, Valar zu vertrauen. Was meinst du? Was hat er mit Gavin zu tun? Unser kleiner Bruder ist tot. Er wurde ermordet. Auf Valars Befehl hin. Bei den Sieben? Das kann nicht wahr sein. Ich habe Gavins Leiche gesehen, Illyana. Aber warum hätte Valar ihn töten wollen? Für mich gibt es nur eine Erklärung. Flussrat. Ja, was denn sonst? Sein Machthunger war stark genug, den einzigen Mann zu töten, der zwischen ihm und dem Thron stand. Das ist lächerlich. Gavin stellte keine Gefahr für ihn dar. Vater selbst hat ihn enterbt. Ich gehe mal davon aus. Valar geht keine Risiken ein. Nein, sag mir, dass das nicht wahr ist. Dieser Mann ist ein Monster. Was soll ich nur tun? Ich kann nicht diesen Mörder heiraten. Ich würde das nicht ertragen. Ich weiß, kleine Schwester. Wir müssen deine Heirat um jeden Preis verhindern. Aber die Königin, sie wird ihre Meinung nicht ändern. Sie wird mich zwingen, ihn zu heiraten. Wer weiß, noch sind nicht alle Karten auf dem Tisch. Bitte, Alistair, hilf mir. Illyana, vergiss nicht unsere Worte. Familie ist Hoffnung. Sie zu schützen, die höchste Pflicht. Aber um Erfolg zu haben, benötige ich deine Hilfe. Vater hat hier einige Dokumente versteckt, die im Kampf gegen Valar hilfreich sein könnten. Hast du eine Idee, wo er diese Dokumente versteckt haben könnte? Es tut mir leid, Alistair, aber Vater war sehr geheimnistuerisch.
Er hat mir nie etwas anvertraut. Du solltest Magister Harwin fragen. Wenn einer Bescheid weiß, dann er. Ich kann mich nicht darum kümmern. Ich habe bereits genug Probleme. Also hier Mottos hat ja eigentlich jede Familie in Westeros. Unter anderem die Eisenmenschen. Wir ernten nicht. Ach, der Majester, da bin ich, glaube ich, eigentlich schon dran vorbeigerannt. Ich weiß wo. Aber nehme ich hier irgendwo noch eine offene Tür. Genau. Und ich glaube, da bin ich schon richtig. Zumindest scheint mir das sein Zimmer zu sein. Aha. Schlüssel des Schmieds. Okay. Noch ein bisschen Material zum Verkaufen. Ja, ich hab's falsch ausgesprochen. Und könnt mich wieder schelten. Ich könnte einfach mal. Leute, ich bin gerade verwirrt. Ich habe gedacht, nein, Charakter wollte ich gar nicht. Ich wollte mir eigentlich die Quests angucken. Ah. Jetzt bin ich verwirrt, Leute. Na egal. Aber mir ist ein Questmarker aufgefallen, den ich vorher gar nicht gesehen habe. Ich hoffe mal ernsthaft, dass das jetzt erst durch das Gespräch ausgelöst wurde, weil vorher habe ich es echt nicht mitgekriegt. Blauen Quests auf der Karte sind ja Nebenquests. Ah ja. Wir wissen, dass er nach Flussrad aufgebrochen ist und dass seitdem 2 Wochen ohne Neuigkeiten vergangen. Ja, stürmen wir mal. Wir wissen, dass er nach Flussrad aufgebrochen ist und dass seitdem 2 Wochen ohne Neuigkeiten vergangen sind. Ihr könnt unsere missliche Lage sicherlich verstehen. Mich schmerzt es auch sehr, Edwin. Aber was soll ich tun? Es schmerzt euch? Unser Vater, Lord Roxton, wird vermisst und ihr sagt, dass es euch schmerzt? Soviel ich weiß, würde euer Vater niemals ohne eine starke Eskorte ausreiten. Es ist mir schleierhaft, was ihm zugestoßen sein könnte. Das stimmt. Aber wir wissen, dass er die Weite allein und in Eile verlassen hat. Ihr kennt sein hitziges Gemüt so gut wie wir. Wir könnten Speer schicken, um ihn in den Bergen zu suchen, wenn euch das beruhigt. Genug! Ihr wisst ganz genau, wo er ist. Es hat also nicht gereicht, uns einmal zu hintergehen, Flittchen. Wie könnt ihr es wagen? Ihr seid zu weit gegangen. Wachen, bringt unsere Gäste in ihre Kammern. Es ist noch nicht vorbei, Eliana. Noch lange nicht. Glaubt mir. Eine Zicke. Was ist hier los? Nichts Wichtiges. Nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich brauche nicht ständig deine Hilfe, weißt du? Eliana. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich schaffe das allein. Hat sich wirklich glaubwürdig angehört. Aber irgendwie war das jetzt hier gerade nichts Großes, aber vielleicht hat das dann irgendwas später getriggert. Werden wir denn mal sehen. Gut, gut, gut. Dann gehen wir jetzt aber wirklich mal dem richtigen Questmarker nach und suchen mal den Meister auf. Der jetzt da unten irgendwo rumlungert, okay. Alistair, wie war eure Reise nach Königsmund? Die Lage ist noch schlimmer, als ich es vermutet habe. Es wird schwer sein, Valar davon abzuhalten, den Titel von Flussrat zu erhalten. Und Gavin... Er ist tot. Bei den 7. Das sind schreckliche Neuigkeiten, Alistair. Was ist geschehen?
Die Goldröcke haben ihn tot inmitten von Opfern einer blutigen Abrechnung gefunden. Armer Garin. Und das Schlimmste ist, dass Valar für diese ganzen Morde verantwortlich ist. Valar? Könnt ihr das beweisen? Ja, ich habe einen schriftlichen Tötungsbefehl, der seine Unterschrift trägt. Aber ich muss mehr Beweise finden, bevor ich Valar öffentlich damit konfrontieren kann. Andernfalls riskiere ich, die Wut der Königin auf mich zu ziehen. Valar darf nicht einfach so davonkommen. Alles zu seiner Zeit, Harwin. Noch bin ich nicht mit ihm fertig. Ich habe einen neuen Verbündeten. Lord Arwin Harton von Burgholz. Er hat mir dabei geholfen, Garwen zu finden. Lord Harton, ich verstehe. Er war ein guter Freund eures Vaters. Habt ihr ihn in Königsmund getroffen? Ja, Garwen hat versucht, ihn zu kontaktieren, bevor er verschwunden ist. Lord Harton hat mich nach einem Treffen mit der Königin angesprochen und mir erzählt, was er wusste. Auf der Suche nach meinem Bruder habe ich Dinge erfahren, die das Schicksal unseres Landes verändern könnten. Und vielleicht sogar mehr als nur das. Vater hatte bereits in diese Richtung gearbeitet. Er hat alles aufgeschrieben und die Dokumente irgendwo in Flussrad versteckt. Ich muss sie finden. Versteckte Dokumente? Wenn ich mich nicht irre, seid ihr nicht der Einzige, der danach gesucht hat? Wie das? Vor einigen Wochen, genau genommen, war es an dem Tag, als euer Vater starb. Einige der Vasallen und Freunde von Lord Reinald waren in Flussrad. Lord Garth, es ist unnötig, wegen einer solch unbedeutenden Sache gekränkt zu sein. Die Zänkereien zwischen den Häusern sind gang und gäbe. Glaubt mir, mit etwas Geduld werden sich die Angelegenheiten von selbst regeln. Bei der Güte der Sieben, lernt das Mahl eines Königs zu genießen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Ich habe bereits genug Probleme mit meinem Sohn Garwin. Ich weiß nicht, ob sein Fehlen an der Tafel mich erzürnen oder erfreuen soll. Milord, kommt schnell! Was ist denn nun schon wieder? Jemand ist in euer Arbeitszimmer eingebrochen. Was? Der Zutritt ist strengstens verboten. Steckt diesen Schuft in den Kerker! Nun, der Mann, der sich in eurem Arbeitszimmer befindet, ist niemand anderes als euer Sohn Garwin, Milord. Garwin? Dieser jämmerliche Wicht! Genug! Dieser undankbare Mensch hört nie auf, mich zu entehren, zu enttäuschen und zu missachten. Er ist zu weit gegangen. Ich werde es nicht länger dulden. Niemals! Beruhigt euch, Milord. Er ist euer Sohn. Garwin bedeutet mir nichts, Harwin. Ich habe nur einen Sohn und der hat uns verlassen. Schaut nur die Probleme, die er mir bereitet. Ich hätte das schon vor langer Zeit regeln sollen. Ich rufe die hier Anwesenden auf, meine Zeugen zu sein. An diesem Tag enterbe ich, Lord Reinald Sarvik, meinen Sohn Garwin, und entziehe ihm alle Rechte und Privilegien, die ihm zuvor zugesprochen wurden. Nun muss ich ihn aus meinen Gemächern vertreiben. Dies wird sein letzter Fehler gewesen sein. Ich muss nun gehen. Folgt mir, Harwin. Reinald, mein Freund. Ich weiß, wir haben unsere Differenzen, aber heute teile ich euren Schmerz. Was Garwin getan hat, stimmt mich traurig. Aber trotz meiner Zuneigung für ihn muss ich zugeben, dass ihr recht habt. Wenn er Lord dieses Hauses geworden wäre, hätte dies das Ende des Hauses bedeutet. Nicht nur das Ende meines Hauses, Arwin. Alle anderen Häuser, die von Flussrad abhängig sind, hätte das gleiche Schicksal ereilt. Ein Geschwür kann man nur bekämpfen, indem man es herausschneidet. So einfach ist das. Na gut, dann gehen wir jetzt mal aufs Zimmer. Finde ich übrigens auch cool, dass man hier sogar einen dritten Charakter steuern kann. Ich kann mich übrigens nicht schneller bewegen. Mein nichtsnutziger Sohn hat mir keine andere Wahl gelassen. Bei den Göttern. Sogar seine Schwester wäre besser als mein Nachfolger geeignet. Der rechtmäßige Erbe von Flussrad ist Alistair. Bringen wir... Vater! Garwin, die Tür war abgeschlossen. Aber das hat dich nicht davon abgehalten, meine Sachen zu durchwühlen, nicht wahr? Vater, ich weiß von der Bruderschaft. Ich möchte dir nur helfen.
bei den Sieben. Wer hat dich darum gebeten, dich einzumischen? Die Sache ist zu wichtig, als dass du davon wissen solltest. Das ist genug. Ich habe bereits vor langer Zeit die Hoffnung aufgegeben, dass du Alistair ersetzen könntest. Es ist zu Ende. Ich werde dich enterben. Nein, ich weiß nicht, wer dir das in den Kopf gesetzt hat, aber ich bitte dich, Vater. Sei still. Wenn hier jemand was in meinen Kopf gesetzt hat, dann du. Du und deine Unfähigkeit zuzuhören. Du und deine Respektlosigkeit. Du hast diesem Haus bereits genug Probleme bereitet. Wenn du auch nur einen Funken Respekt für den Namen der Saviks übrig hast, dann wirst du nun auf einen weiteren Skandal verzichten. Vater, hör mir zu. Es reicht. Geh fort. Ich will dich nie wieder sehen. Euer Vater hat euren Bruder ohne weiteren Aufhebens aus dem Zimmer gejagt und wollte nichts von seinen Erklärungen wissen. Und dann? Ihr habt gesagt, es sei an dem Tag geschehen, an dem mein Vater gestorben ist. Nach diesem Zwischenfall ist euer Vater gleich schlafen gegangen. Das Gift war zu diesem Zeitpunkt bereits in seinen Adern. Er hat den Sonnenaufgang nicht mehr erlebt. Ich verstehe. War seitdem jemand in diesem Zimmer? Nein, ich habe es nach diesem Zwischenfall verschlossen, damit keiner mehr dort hinein kann. Ihr werdet während eurer Suche wahrscheinlich mehrere Schlösser vorfinden. Nehmt meine Schlüssel, sie sollten alle hier sein. Glaubt ihr, dass Gavin nach den gleichen Dokumenten gesucht hat wie ich? Vielleicht. Auf jeden Fall musste ich sofort an diesen Zwischenfall denken, als ihr mir von den versteckten Dokumenten erzählt habt. Wenn euer Vater wirklich irgendwelche Dokumente versteckt hat, dann sind sie sicherlich in seinem Arbeitszimmer. Ich habe sein Arbeitszimmer noch nie in einem solchen Zustand gesehen. Selbst der Schild, auf den er so stolz war, hängt nicht mehr an der Wand. Eure Schwester war gezwungen, den Schild nach den Aufständen zu verkaufen. Wir brauchten das Geld, nachdem wir die Lebensmittel der Burg an die Bevölkerung verteilt hatten, wie ihr es befohlen hattet, Milord. Hab Dank, Harwin. Ihr könnt nun gehen. Ich werde den Rest selbst erledigen. Sehr wohl, Milord. Nun gut, Leute, jetzt haben wir wieder ein bisschen was erfahren in dem Backflash, der übrigens cool war in Schwarz-Weiß, das hat mir gefallen. Und bevor wir das Zimmer weiter untersuchen, ich habe jetzt hier in der Zwischensequenz, wo sie miteinander geredet haben, im Hintergrund schon was gesehen, muss ich aber leider den Part beenden. Wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.